Da sind wir wieder bei Weltenraum. Und heute mit einem ganz delikaten, schmackhaften Thema. Ein Schmackofatz sozusagen. Ja. Wir haben gedacht, immer Kartoffeln essen ist doch langweilig. Und ich habe mir einen Ehrentag gewünscht im Verein. Und mit unseren Vereinsmitgliedern haben wir das abgesprochen, diesen Ehrentag für mich mal zu feiern. Jeder ist mal dran. Richtig. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Wir wollten heute mal was richtig Schönes kochen und mal was Außergewöhnliches essen. Ja, und diese Idee kam mir, das muss ich wirklich zugeben, von Saki. Liebe Grüße von Weltenraum. Wir hatten da das gesehen, was du da vorgestellt hattest und dachten wir, ja, das probieren wir auch mal aus. Weil, wenn schon, denn schon. Aber wenn, dann auf unsere Art und Weise. Ja. Ja, und damit wir das alles nicht alleine tun müssen, haben wir heute noch Vereinsmitglieder mit dabei. Als freiwillige Probanden unserer Kochkünste. Ja. Und ja, dann darf ich vorstellen, Katrin. Hallo. Ja, Katrin hat sich eigentlich dieses tolle Projekt ausgedacht, das muss man mal so sagen. Ja. Und zu meinem Ehrentag. Also danke an Katrin. Ich bin begeistert. Dann rechts von mir ist unser Micha. Hallo. Er muss notgedrungen mitmachen, aber das kriegen wir dann schon hin, oder Micha? Ja, ja. Probieren, geht was studieren. So, und dann zeigen wir doch mal, was Katrin mitgebracht hat, was ganz, ganz, ganz Leckeres. So, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich bei Saki gesehen hatte, dass er was ganz Leckeres vorgestellt hatte. Und das sind diese Snack-Insekts. Und Katrinchen hat eine Probe, möchte ich mal sagen, da sonst immer ein bisschen mehr davon, zu meinem Ehrentag bestellt. Ja, das ist eine ziemlich kleine Packung, aber schaut mal, was da drin ist. Das sieht doch lecker aus, oder? Also vereinzelt sind es Heuschrecken, Buffalo-Würmer und Mehlwürmer. Also die Mehlwürmer, ich denke mal, die könnte man auch zu Hause züchten. Ja. Ah, mal genug. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie wir das Ganze zusammen mixen. Wir haben noch andere tolle Sachen. Was sind das für leckere Fische, liebes Katrin? Goldband. Goldband, das ist doch mal was. Ja, die haben wir da. Dann haben wir lecker riechend und für Andrea ekelig. Tintenfisch. Das ist was für Annette. Tintenfisch. Radiergummi auf Tintisch. Und dann haben wir noch ganz, ganz, ganz leckere Stäbchen hier. Kabeljau. 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 Gesalzen. Das Ganze ist getrocknet alles. Geräuchert. Zum Wandern geeignet. Zum Wandern geeignet. Ja, und dann fangen wir jetzt an, was Nettes zu kochen. Wir haben auch schon hier Gewürze, Salz, Pfeffer, Zwiebel und Annettes Kräuterkarten. Je nach Geschmack. Einmal Maggi, Bärlauch, Oregano und Löwenzahn als Salat und zur Garnierung lecker Gänseblümchenblüten. Ja, es ist alles essbar, was die Natur uns bietet. Was der Rasen uns bringt. Was der Rasen so bringt. Und wir müssen nicht verhungern. Nein, die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Wir müssen nur wissen, was wir davon essen können. Und wir werden jetzt anfangen mit Kochen. Und alles aus dem heimischen Garten. Genau. Dann und wir fangen natürlich mit dem ekligsten an. Die Heuschrecken. Also wir haben uns vorgenommen heute, also unsere Ekel zu überwinden, nicht? Ja, es ist ja eigentlich nur eine gehirnpsychologische Geschichte. Ja, und wir wollen jetzt einfach mal sagen, okay, wir probieren es, bevor wir sagen, ja? Also, auch wenn es so aussieht. Sieht auch nur so aus. Sie leben nicht mehr. Sonst, sonst würde ich die gar nicht erst mehr angucken. Sie sind gefriergetrocknet, ne? Mhm. Und die sollen wohl sehr knackig und nussig schmecken. Naja, dann sind wir mal gespannt. Dann fangen wir mal an. Machst du nicht gleich alle rein? Ich hätte es nämlich gerne mit Bärlauch.
Oh, jetzt triffst du noch eine Wahl, oder was? Ja. So, Kaprizi in die Schale. Du müsstest es ja eigentlich mal so essen. Eigentlich muss man es immer so kosten, aber das möchte ich mir nicht erinnern. Aber Katrin würde es mal so kosten, was? Ja, Würmchen. Hat Cäsar. Eins, jo. Ja. Ich muss das ein Fütchen auch machen. Ja. So ein Buffalo-Würmchen. Ja. Das hier. Extra schön gebacken. Rapso! Was gibt's für eine Schale? In jedem Kaufland. Ich würde mal die Zwiebeln nicht. Ja, von der Heuschrecke sollte man immer den Flügel abmachen. Ja, brauchst du ja nicht. So, dann machen wir hier Zwiebel. So, Zwiebelchen. Mmh. Lecker, lecker. Katrin wird währenddessen, ich die Zwiebeln jetzt mal brate, so ein... Oh, gleich die Heuschrecke probieren. Nee, ich bin nicht verbindlich, weil die Flügel abmachen. Ja. Abbrechen. Aber wir testen uns erstmal aus. Wir sind da sehr unerfahren. Ansonsten springt der Katrin gerne über die Wiese und fängt hier Heuschrecken, aber sie tut jetzt so, als würde sie keine Ahnung haben. Ja, ja. Nur die Grünen natürlich. Deswegen musst du die auch kaufen, weil ich habe keine mehr auf meinem Rasen, weil Katrin die immer alle wegfrisst. Ja. Die arme Sicher. Ja? Die Katrin wagt es jetzt, es zu probieren. Einfach so. Nee, aber keine Heuschrecke. Nee? Nee. Die dann braten wir, ja? Ja. Okay. Na dann, du musst sie mal ein bisschen runterstellen. Spitzt. Schon. So. Das hier sind auch so kleine Heuschrecken. Bisschen. Nein. Das sieht aus, dass wir sind immer schön hier. So ein Bein. Ja, ein Bein. Ja, lecker. Aua. Ich wollte jetzt so ein, meiner Meinung nach, den Buffalo-Wurm, ja? Hm? Oh, ein bisschen Oregano. Gib mir doch mal einen Wurm. Wir probieren einen Mehlwurm. Ja. Also, er möchte einen Wurm probieren. Jetzt. Gut. Hey, Micha. Oh. Heute möchte ich doch mal einen kosten. Ja. Also, kann man so essen, schmeckt nicht. Ich nehme einen ganz kleinen. Also wir essen jetzt alle. Das kleine ist, glaube ich, Buffalo. Gott sei Dank krabbeln die nicht mehr im Bauch, die sind schon tot. Ja. Also mit Lebenden das probieren, das müssen wir uns noch überlegen. Eins, zwei, drei. Weg. Und weg. Mit Grünbeilage. Doch schön, hast du gefunden, wa? Eins. Kannst du nicht im Mund. Zwei. Ab. Drei. So gut. Das ist wirklich nussig. Lass mich mal so einen großen Mehlwurm probieren. Wir wollten noch ein paar kochen. Das ist ein Buffalo-Wurm. Die großen, die Buffalos. Also, ich muss sagen, das schmeckt ziemlich crunchig. Ja. Nee, kannst du lassen. Kameramann kriegt auch einen. Oh, das riecht aber gut hier. Also, was wir vergessen haben zu erzählen ist, dass Jörgi hinter der Kamera ist diesmal. Also, Jörg, danke schön. Das macht nichts. Hallo. So, machen wir drauf. Also, riechen tut es schon mal gut. Ja. Wir hätten es vor uns auch mehr gegönnt, aber wir haben uns nicht getraut, noch mehr zu kaufen. Ja, wir ja nicht wussten, ob wir das auch wirklich essen. Wir müssen ja die Heuschrecke jetzt ein bisschen splitten, wa? Ja, der beißt jeder mal irgendwann ablassen. Ja. Ich nehme den Kopf. Bei den Haribos. Was wollen wir denn noch haben? Ach, Katze möchte ja nicht. Ach, mit Bärlauch. Doch, kannst du rein. Doch? Hm? Machen wir noch ein bisschen Bärlauch drin. Warte. Damit wir stinken. Damit wir stinken und Feuer spucken. Dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer. Oh, das ist schon trocken. Ja? Da ist schon Pfeffer dran, oder? Ja. Dann bleibt ja der Mund offen. Wir wollen ja noch was von der Heuschrecke schmecken. Von den Würmchen. Na, wir wollen das doch über den Salat machen. Ach den so. Leckeren Löwenzahnsalat. Ja, den müssen wir machen. Den muss ich gleich noch zubereiten. So schön angeröstet sind, ne? Mhm. Ach, und Katrin wollte noch ein bisschen Maggi. Ja, Magie. Das wird doch gut sein. Die Heuschrecke ist jetzt weich. Ne? Mhm. Stäbchen. Das ist mein Bärlauch. Ja, kann man hier noch einen machen. Ich mach noch einen Freiburg. So. Gut, sind wir soweit, denke ich mal. Das wird jetzt immer schön.
Wir haben einen schön dekorierten Teller hier. So, die Heuschrecke haben wir schon mal aufgeteilt hier, wie man sieht. Also der Kopf ist jetzt hier vorne, wie man sieht. Ja, haben wir schon hier so ganz massakermäßig auseinandergenommen. So, wir haben es natürlich richtig schön angeröstet, weil der Witz knusprig ist. Oder ich könnte aber auch sagen, nicht so eklig. Nein. Aber es riecht gut, oder? Ja. Mhm. Ja. Sehr nussig. Sehr nussig. So, dann machen wir hier mal aus. Freund, sieht aus wie Hähnchen. Hast du keinen Platz mehr auf dem Teller? Kriegt jeder einen Sprung. Einen kleinen Sprung. Das ist auch jeder, was für ein Heuschrecken kriegt. Ja. Da sieht das dein Kopf. Nicht kleiner, der von der Heuschrecke. Falls ihr im Hintergrund was hört, das ist so Mix, das ist mein Hund. Den habt ihr ja schon gesehen. Ich habe hier noch Würmer für Annette, weil die hat kaum welche. Oh. Schreist du mal bitte ab. Ja, ich fach sie mal hier in der Mitte, damit man es besser sieht. Ja. So, also die Zusammenstellung, da müssten wir jetzt mal kurz eine Aufklärung machen. Das ist nämlich ein exquisites Gericht, was bestimmt noch keiner kennt. Wir haben einmal, erzähl doch mal, was haben wir alles Schönes? Heuschrecke. Mehlwürmer. Mehlwürmer. Wie heißen die anderen Kategorien? Buffalo-Würmer. Ja. Ah, ich hab den Kopf, den wolltest du, oder? Hab ich auch schon einen. Ach so? Goldband. Goldband. Also Fisch, Trockenfisch. Kabeljau hattet ihr schon? Kabeljau. Und Tintenfisch. Und Tintenfisch. Und Zwiebeln. Getrocknetes Brot. Getrocknetes Salami-Geschmack. Haben wir auch mit Käsegeschmack. Okay. So. Das ist das leckere Brot, ne? Wie man sieht. So, und so sieht unser leckeres Gericht aus. Andrea darf beginnen. Ja, also zu meinem Ehrentag heute. Danke für dieses nette Geschenk. Mein Tischgebet. Es ist natürlich unwahrscheinlich nahrhaft. Und vor den Grillen haben wir uns gedacht. Okay. Vorspeise. Also, ach so, Katrin, wie geht das mit dem Fisch? Du hast gesagt, das muss man irgendwie knicken oder brechen oder so. Das ja, die Gräten wollten wir jetzt nicht mitessen. Das muss in der Hälfte knicken. Wo in die Mitte? Da sieht man die Gräten schon. Und einfach abziehen. Aha. Aha. Knicke und knicke, aber ich... Das nur knicken und dann unten drücken ein bisschen. Knick. Aber ein bisschen drücken unten und dann abziehen. Aber ich muss das so rausziehen. Aha. Und das riecht nach Fisch, das ist so unglaublich. Aber hier, ist da was? Also, das ist jetzt keine Gräten mehr, außer das, du musst mal gucken hier vorne, ob nur Gräte dran sind. Die würde ich ein bisschen entfernen, aber... Was, das ist jetzt hier die Gräte? Hier bei mir passiert nichts. Da wirst du doch sehen, wenn du kaust. Wenn es piekst, dann ist es die Gräte. Bei dir? Jetzt koste ich meine Würmchen. Ja. Nee, als erstes das Ekligste für mich, das ich. Oh, ich habe ein Bein drauf. Oh. Ich habe hier ein Bein drauf. Ja. Das darf ich nicht essen. Oh Gott sei Dank. Nee, das Bein ist man nicht. Ich muss wirklich sagen, jetzt sind die Würmer richtig nussig. Also war ohne Scheiß. Aber hast du mal den Kopf probiert? Wir hatten noch so einen Kopf. Also erstmal einen Wurm. Okay. Ich trau mich auch. Aber ich brauche Salz. Ich habe hier einen Schwanz. Ja, für Zeit. Ja. Ich habe probiert den Heuschreckenschwanz. Mhm. Aber und danach wieder den Kopf an die Würmer, muss ich wirklich sagen. Gut, war? Ja. Ja, ich hoffe. Also, Saki, du hast recht. Jetzt können wir wirklich sagen, jetzt, du hast recht. Heuschrecke ziemlich weich. Nein. Kopf? Kopf. Eins. Warte, halt, machst du mit den Fingern, dann mach ich das auch. Ey, hast du da noch was dran, das ab muss? Guck mal, hier ist noch ein bisschen Flügel. Ey, das ist wirklich lecker mit den Würmern. Und du hast aber keinen Kopf. Der Heuschreckenschwanz, der schmeckt nach Hühnerfleisch. Andrea, bist du Kopf? Nee, also ich tue es mir jetzt an. Ja, was für ein Speck nach Hühnerfleisch. Zwei. Nicht hingucken. Drei. Tja, trocken, schützig. Nee. Schmeckt wie was Hähnchenpelle grillt. Ja, ja. Gegrillte Hähnchenpelle. Mhm. Wir haben das Ende der Heuschrecke, wir haben den Schwanz. Oh, Micha? Ja. Micha hat ihn schon verzehrt, er konnte es nicht lassen. Nein, Hühnerfleisch hat sie gesagt. Sieht deine aus. Naja, schwanzmäßig halt. Weg und gut. Schmeckt gut. Lecker, oder? Hätte ich niemals gedacht.
Also ehrlich, Zwiebeln. Also das nächste Mal lasse ich mein Mehl offen stehen im Schrank. Wirklich lecker. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, warum wir uns so haben. Scheint wirklich psychologisch zu sein, aber so in der Gemeinschaft macht es richtig Spaß. Ja. Ja, da hat man weniger Probleme irgendwie. Ne? Oder wärst du alleine auf die Idee von sich? Nee, das ist eine Kopfsache. Was? Das ist eine Kopfsache. Oh, der Löwenzahn, der passt irgendwie dazu. Ja, richtig doch. Den habe ich extra drin gelassen noch im Garten. Ne? Wir pflücken kein Unkraut. Also Katrin, du hast ja recht. Lass es wachsen. Wir werden das wirklich so machen. Wir werden mal in so einen Laden fahren und werden uns mal so ein großes Paket holen. Ne? Also solange ihr immer nicht mit einer Spinne kommt. Gut, die nächste Idee. Da machst du ja die Beine. Nein, die esse ich nicht. Nee, auch die Beine essen. Es wird alles probiert. Galaktisch. Oh, geil. Starke Fisch, der ist ganz schön zäh. Ich hätte gerne noch ein bisschen Käsebrot. Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, Würmer zu essen. Ja. Also, wenn wir jetzt in der Natur ausgesetzt werden würden, Würmer essen gehen. Ja. Wir würden in der Natur überleben, ne? Wie nennst du das immer? Ja. Und bei Katrin muss man dann aufpassen, wenn sie das nächste Mal eine Wanderung macht, dass sie nicht einfach husch zu einem Baumstamm und da die ganzen Würmer rausholt. Nein, das geht doch nicht wieder. Also der nächste Besuch ist ein Regenwürmer. Da riecht es nämlich schon, da läuft der Tropfen schon drum. Also wir haben es wirklich gegessen, ja. Die Verdauung haben wir selbstgemachten Schnaps. Ja, das ist ein ganz besonderer Schnaps. Und zwar Annettes Elixier. Ja. Eigenmarke. Nicht frei verkäuflich. Nicht frei verkäuflich. Nur für die Vereinsmitglieder. Richtig. Also überlegt euch. Geheimrezept. Gesundheitsfördernd. Gesundheitsfördernd. Alle Elemente enthalten. Ja, ja. Frisch angebaut aber. Frisch angebaut. Den Schnaps haben wir natürlich nicht selbst gebraut, aber wir haben unsere Kräuter vermischt und alchemistisch umgewandelt. Ja. Und das ist mein persönliches Heilelixier. Oder für den Verein halt ein Elixier, was es nur bei uns gibt. Nur bei uns. Etwas völlig Neues. Genau. Dann auf unsere leckere Speise. Auf unsere leckere Speise. Es ist wirklich nicht schlimm. Und wir werden das wieder tun. Und ja. Unser Darm. Genau. Lecker. Ein Verdauerling. Sagi, okay, danke, das war Weltraum. Wir verabschieden uns. Das war Katrin. Annette. Meine Wenigkeit. Und Micha. Yippie-yay. Tschüss. Ich will ja schneller rankommen. Wenn wir noch rankommen. Boah. Geht nicht. Es dauert halt. Lecker. Wunderbar. Nochmal. So, wer wird wohl der Erste sein? Gleich soweit. Hallo Katrin. Wie weit bist du? Oh, du musst auch sehen. Die Männer sind weiter als du. Schön nah dran. Schnell. Der Erste kriegt einen Preis. Ich hätte Bälle, was ihr sagt. Noch nicht. Also, ich bin jetzt ruhig. Der Erste Der darf sich um den Kopf. Ich bin
Ich stelle schon mal den Bahnhof nach. Das ist ein Lackschlick, der Apfel von dem ganzen Ort ist. Warte, mal probiert? Nee. Aber Regen wollen wir probieren, was ist zum Beispiel auch nicht gezogen. Nee. Doch, da würde ich mal hier bei dir im Garten. Oh, da findest du viele. Aber ach nee. Weinbergstrecken habe ich in den Lecker. Ja, warten. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist ein Heuschrecken. Und? Ja, langsam. Also noch schmeckt es auch besser. Ja. Aber es schmeckt gerne. Ja, mach ich gerne. Was ist das für Verschwendung? Das ist gut. Das ist der Geschmack. Oh, durch die Süße. Mexiko. Aber ist da. Also Kinder würde man das Lutschen jetzt abgewöhnen können, oder? Ja. Das ist auch viel zu viel Lutscher. Die Hälfte zu wenig Heuschrecke? Zu wenig Heuschrecke. Also wenn, dann hätten alles voller Heuschrecke sein müssen. Damit sich das auch lohnt, mit der Zucker drauf rum. Aber beide sind dann gut schon gut. Aha. So mit Gelb-Gold, wa? Ja. Voll angepasst. Mhm. Nicht schlecht. Kamerabein. Schmeckt immer noch süß. Ich warte immer noch. Ist ja langsam rubbelig hier. Es guckt schon ein bisschen. Weißt du? Ja, ich so ein bisschen wie verbrannte Erdnüsse.